Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Interessant. Aber wir sind hier bei dem Cat auf dem Flaggschiff. Sie zerstören nichts, das ihnen noch dienen kann. Gut gesagt. Alles dient mir. Vorher vielleicht, aber jetzt hören Sie zu, wenn ich rede. Okay, hier ist kein Salarianer mehr. So, wir sind hier gerade aus der Dingen kommen und gucken mal, was wir noch tun können. Galaxie. Wir nennen sie die Milchstraße. Warum bist du hergekommen? Wir sind Siedler, auf der Suche nach einer Heimat. Sag die Wahrheit. Wo ist eure Invasionsstreitmacht? Wir sind keine Invasoren. Bitte, wer sind Sie überhaupt? Wir wollen Ihnen nichts tun. Wir... warten Sie! Nein! Ich kann Ihnen nicht sagen, was ich nicht weiß! Du lügst. Wo ist euer sogenannter Pathfinder? Ich weiß es nicht! Gut, das hilft dir schon mal nicht weiter. Hier ist anscheinend irgendwo. Wie gesagt, dieses Exemplar beansprucht einen Titel für sich. In meinem Volk bin ich als Moschei bekannt. Hier bist du nichts. Ich bin ihr Feind. Du erfüllst einen Zweck. Das ist alles. Nur deshalb bist du noch am Leben. Du wirst mir sagen, was du weißt. Oder du wirst leiden. Ich habe doch gesagt, ich habe sie noch nie gesehen. Diese Reliquie. Der Schmerz wird deine Erinnerung stimulieren. Zum letzten Mal. Wie funktioniert Meridian? Ich weiß es nicht. Dann wird das Exemplar erfahren, was wahre Qualen sind. Okay. Armes Exemplar. Also hier ist nichts. Hier kann ich nur lang. Vermutlich hier raus. Datenpad. Die Salarianer behaupten, es gibt noch weitere Spezies. Menschen, Turianer, Kuran und Asari. Mhm. Gibt dann noch die Quarianer, gibt dann noch die Hana, die Elkor. Das Nützlichste an diesen Salarianern sind ihre kognitiven Fähigkeiten. Ihre Gedankenprozesse laufen viel schneller ab als die der anderen. Sie sind klug und verfügen über eine Gerissenheit, die man nutzen könnte. Es ist allerdings noch viel Arbeit, die entsprechenden genetischen Marker zu isolieren. Zum Glück haben wir keinen Mangel an Exemplaren. Okay. Diese Turianer verfügen über ein nützliches Exoskelett, das unter lebensfeindlichen Bedingungen von Vorteil sein könnte. Noch interessanter ist ihre intrinsische Disziplin. Sie halten sich an militärische Ordnung. Ein sinnvolles Merkmal, um für Gehorsam zu sorgen. Okay. Für weitere Studien sind zusätzliche Exemplare erforderlich. Die sie Asari nennen, pflanzen sich mit einer Mischung aus Biologie, Gedanken und Erinnerungen fort. Sie nehmen sich von einer Spezies, was sie brauchen, wie es auch sein sollte. Man darf die Fortpflanzung nicht dem Zufall überlassen. Je überlegener, was er herrscht. Und doch tun diese Asari so, als wäre es anders. Sie nennen es Verschmelzung. Ein Umarmen der Ewigkeit. Die Biologie hat keine Verwendung für Poesie. Okay. Also das Geräusch läuft doch nur maximal. Also das ist von dem Such hier. Kommt noch was? Unter den neuen Exemplaren sind die Menschen die verwirrendsten. Sie verfügen über eine größere emotionale Bandbreite als die anderen. Ihre Unberechenbarkeit macht sie gefährlich. Aber wenn es gelänge, die Wurzel ihrer Leidenschaften zu isolieren. Wir müssen einen herausragenden Vertreter ihrer Art identifizieren und für weitere Studien einfangen. Die Kroganer sind ein primitives Volk. Das könnte nützlich sein. Redundante Organe und ein ungebremstes Temperament. Zum Töten geboren.
Sogar die anderen Exemplare haben Angst vor ihnen. Um die Population der Kroganer zu begrenzen, wurde ihnen absichtlich ein genetischer Fehler eingesetzt. Aber ich weiß nicht. Ohne diesen Defekt wären sie möglicherweise nicht aufzuhalten. Behälter. Zum Glück nichts, was das Inventar noch voller macht. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Es muss irgendwo hier sein. Hier muss irgendwas aus dem Raum rauskommen. So die Frage, wie und wo? Ach, hier hochspringen, okay. Oder? Ich erwarte, dass ich da hoch muss. Hä? Jetzt muss ich doch auf die andere Seite? Stehe ich denn gerade nicht dran? Ja, ich stelle wahrscheinlich hier vor. Okay, das hat irgendwas bewirkt. Ja, nimm das auch noch mit. Sehen wir uns mal um. Alles klar, hier lang. Wahrscheinlich war da oben was zum Einsammeln, aber mir egal. Na, das wird ja lustig. Hören Sie das auch? Hört sich an wie Schreie, ne? Ich glaube, in das Wasser will ich gar nicht fallen, oder? Das sieht aus wie weggeworfene Stasekapsel. Gibt es eigentlich in jeder Galaxie solche Monster wie den Archon, die alles kaputt machen? Ist das Böse wirklich? Ja, Böse ist wirklich überall. Hey, jo, ich würde sagen schon. Eines weiß ich. Das Böse blutet wie alles andere auch. Also lassen wir es leiden. Ja, kann man machen. Echt dabei. Was war das? Wollen wir das wirklich wissen? Ich fange langsam an, diese Viecher wirklich zu hassen. So schon fällt die jetzt gar nicht. Siehe drin. Was ist mit ihm geschehen? Ein toter Salarianer. Er muss in diese Schächte entkommen sein. Und dann... Haben Sie dieses Tier losgelassen, um ihn zu töten? Oh. Hier spricht Raker. Einige unserer Leute sind noch am Leben. Ich bin jetzt zu Ihnen unterwegs. Captain Hager, wie ist Ihr Status? EMP ist einsatzbereit. Wir haben die Quartiere des Archons fast erreicht. Halten Sie sich bereit. Ich pause mal kurz die Aufnahme, um den ganzen Schrott, den ich habe, zu verbrennen, damit wir ein bisschen Platz haben. So, hier ist nur ein bisschen was freigeräumt, aber es waren 30 Platz schon wieder, also hauptsächlich waren es Scharfschützen wäre. Okay, Cutscene. Hoffentlich kommt es genau das gleiche nochmal. Dass sie wieder gefangen werden. Ist das ein Kroganer? Nicht mehr. Das muss einer meiner verschwundenen Späher sein. Keine Ahnung welcher. Die DNA ist kroganisch, aber drastisch verändert. Die Catch stehen eindeutig kurz davor, den Aufstieg der Spezies abzuschließen. Sie arbeiten schnell. Sie sind motiviert und effizient, das steht fest. Dafür büßen sie. Quartier des Archons, okay. Das sieht nice aus. Muss man so sagen. Captain Hager, Ryder hier. Wir haben das alle an. Es ist ein Relikt. Und ich dachte schon, ich sei von den Relikten besessen. Warum interessiert er sich so sehr für sie? Der Archon hat dieses Artefakt intensiven Tests unterzogen und es dabei beschädigt. Es hat keinerlei Nutzen mehr. Schade, ich find's blöd, dass die, Da ist die salarianische Arche. Das wird eine verdammt enge... Dass die ganzen Sprachen da untereinander, sich ausschließen. Also, halt, wenn man irgendwas scannt, dass dann halt das Gespräch gerade beendet wird. Hätte man wieso machen können, dass es danach dann entweder weitergeführt wird oder erst danach abgespielt wird, das Gescannte. Aber gut, man kann nicht alles haben. Das ist wahrscheinlich Meridian?
Ja, das kenne ich gleich. Dieses Objekt dient keinem nützlichen Zweck. Es ist das Relikt-Äquivalent von Müll. Der Archon hat keine Ahnung, was dieses Zeug ist. Untersuchen wir es mal. Hoffentlich so Doku. Pathfinder, diese Reliquie hat die Moschei beschrieben. Es ist tatsächlich eine Karte. Ja, zieh runter. Ich lege sie über diejenige, die wir auf Eos entdeckt haben. Unglaublich. Das ist Meridian. Der Mittelpunkt? Koordinaten erfasst, Pathfinder. Das ist also euer Ziel. Meridian ist mehr, als dir bewusst ist. Das Wetter ist nur ein Bruchteil seiner Macht. Und ich lasse nicht zu, dass du es entweißt. Ich bin hier der Experte. Ich kann damit besser umgehen als Sie. Wieso? Weil eine künstliche Intelligenz in deinem Kopf ist, die erklärt? Ich habe gesehen, was im Labor geschehen ist und weiß jetzt, was dich so besonders macht. Meridian gehört mir. Ich habe euch lange genug ertragen. Sobald eure Schiffe zerstört sind, sitzt ihr hier fest. Captain, EMP abfeuern. Erledigt! Torgana-Aufstieg. Was war das? Tja. Es wirkt, als wäre hier wieder ein Kampf. Also die Berufenen, die kommen mir auch gefühlt schon vor wie Salarianer. Okay, wir haben die Karte. Sehen wir zu, dass wir von hier verschwinden. Ja, will ich auch dafür. Ich wäre gerne hier weg, bevor sie diese Geschütze wieder aktivieren. Können wir hier einfach eine Bombe noch zünden? Ich möchte nicht den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Einen Moment, Pathfinder. Ich empfange kroganische Lebenszeichen an Bord des Schiffes. Nicht weit von ihnen entfernt werden mehrere Gefangene festgehalten. Sie sind für den Aufstieg vorgesehen. Verdammt, das könnte der Rest meiner verschollenen Speer sein. Sam, kommen wir noch rechtzeitig dorthin, bevor die Kette die Energieversorgung wiederherstellen? Wenn Sie sich beeilen, ja. Dann machen wir das. Ryder, hier ist Raker. Ich sitze fest. Ich bezweifle, dass ich es schaffen werde. Wo sind Sie? In der Nähe von Zellen, in denen mehrere meiner Leute festgehalten werden. Sie sind noch am Leben. Ich habe Captain Hager befohlen, auf die Arche zurückzukehren. Sie hätten ihn begleiten sollen. Ich konnte meine Leute nicht einfach zurücklassen. Aber ich schätze, es ist vorbei. Von einem Pathfinder zum anderen. Leben Sie wohl. Raker, Ende. Verdammt nochmal! Ihnen bleibt nicht genug Zeit, um beide zu retten. Sobald die Kette die Energieversorgung wiederhergestellt haben, sitzen Sie in der Falle. Ryder, meine Speer. Speer sind nutzlos. Nachladen. Wir holen Raker. Es tut mir leid, Drag. Es sind einfach nur Speer. Also ein Pathfinder ist wahrscheinlich wichtiger als so ein paar random Kroganer.
Ende des Tunnels. Ja, komm, mach mal auf. Er ist voller Kett. Dann kämpfen wir uns durch. Wir holen ihre Leute und verschwinden von hier. Und lassen die Kroganer zurück. Drac. Keine Angst. Ich werde alles erschießen, was erschossen werden muss. Gehen wir. Ja, komm mal auf. Ich will spielen. Ein bisschen Schaden tatsächlich. Wo sind hier überall Gegner? Erstmal kurz ein bisschen hier Schild aufladen. Und ich hab die Konsole aufgemacht wieder. Aua, aus dem Weg hier. Ich bin zu beschäftigt damit, ihnen Rückendeckung zu geben. Was soll, macht ihr denn hier? Hä, wieso tötet mir der mich einfach? Darf ich nicht zu nahe kommen? Ja gut, fortfahren. Ich glaube, es ist einer der wenigen Tode im Spiel tatsächlich. Oh, nee, nochmal das ganze Gespräch, ne? Ja, komm, wir nehmen das Sturmgewehr. Shotguns sind echt nicht so nice. Wir schießen zu langsam. Danke. Meine Leute sind am Ende des Tunnels. Aber er ist voller Kett. Dann kämpfen wir uns durch. Wir holen ihre Leute und verschwinden von hier. Und lassen die Kroganer zurück. Ihr habt doch genug Kroganer. Keine Angst. Ich werde alles erschießen, was erschossen werden muss. Geht mir. Wo kommst du aber mal her? Kannst du übersehen? Ja, Pathfinder. Wir haben die Karte, versuchen aber noch einige Gefangene zu retten. Diese Kettgeschütze werden nicht ewig offline sein. Ja, ja, ich weiß. Geben Sie uns einfach Bescheid, falls sich was ändert. Sie erfahren es als Erster. Callow, Ende. Du musst Callow jetzt doch nicht anschreien, Ryder. Davon gewinnen wir nichts. So, kurz den Schild aufladen. Den ganzen Müll hier einsammeln, den ich gar nicht brauche. So, ohne reinstürmen und random mit der Shotgun draufballern, das ist auch einfacher. Ich freue mich schon. Wir haben es tatsächlich geschafft. Das war der letzte. Woran ist der denn hier gestorben, der Meister? Ich habe den nämlich nur angeschossen, also ich habe den nicht getötet. Holen wir sie da raus. Ach, jetzt geht's. Können Sie gehen?
Pathfinder. Die Schiffsenergie der Kette ist bald wiederhergestellt. Tempest, wir gehen nach oben. Halten Sie sich bereit. Verstanden. Danke, Ryder. Warten Sie damit noch. Also Raumanzüge wären, glaube ich, auch nice, wenn ich ehrlich bin. Die können wir doch ruhig noch schnell töten. Ich würde da gerne selbst schießen. Die hätten wir auch so perfekt so als Shooter-Passagen machen können. Können wir da nicht irgendwas reinfeuern? Ein bisschen Feuerkraft haben wir noch, aber also einfach zack reinschießen, zack Ding tot, Befreiung und Achievement erhalten. Klar, man hätte natürlich die Koran retten können, aber ganz ehrlich, so ein paar Speer gegen einen salarianischen Pathfinder und ein paar Salarianer, warum soll ich mal Koran... Ein Team wird die Arche zur Nexus eskortieren. Man wird sich dort bestimmt freuen, sie zu sehen. Nochmals danke, Ryder. Außerdem muss ich mich entschuldigen. Ich habe einen Fehler gemacht. Welchen? Ja? Ich hätte mich nicht bei Ihnen melden sollen, um mich zu verabschieden. Sie mussten eine Entscheidung treffen und ich habe Ihnen dadurch zu viel Druck gemacht. Ja, das hat die Lage ein bisschen schwer. Ja, ganz ehrlich, das war eine verdammt unangenehme Lage. Tut mir leid. Wir müssen als Pathfinder sowohl unserem eigenen Volk als auch dem großen Ganzen dienen. Eine schwierige Aufgabe. Ihre Entscheidung, uns in der Geschützbatterie zu helfen, war aber auch nicht einfach. Doch. Sagen wir, wir sind quitt. Gerne. Wie auch immer, das salarianische Volk steht für immer in ihrer Schuld. Beweisen Sie's. Das werden wir. Drag. Es hat Ihnen nicht gereicht, die ganze Arche zu retten, hä? Sie mussten unbedingt noch ein paar mehr Salarianer rausholen. Drag, es ist... Kompliziert? Nein, ist es nicht. Dass Sie meine Speer zurückgelassen haben, bedeutet für Sie ein schlimmeres Schicksal als den Tod. Und Sie sind nicht derjenige, der es dem Rest meines Clans erklären muss. Es war eine schwierige Entscheidung, Ryder. Aber Sie haben einen bedeutenden Sieg errungen. Ihr Vater wäre stolz auf Sie. Das hoffe ich. Es war schwer, in seine Fußstapfen zu treten. Ich hoffe, ich fange langsam an, es mir zu verdienen. Obwohl ein solcher Schlag ins Gesicht den Archon nur noch gefährlicher machen wird. Oder leichtsinniger. Ihr Vater hat andere gerne aus dem Gleichgewicht gebracht. Er war der Meinung, die Würdigen würden dadurch lernen, mit Widrigkeiten besser umzugehen. Und die Unwürdigen? Würden daran zerbrechen. Vielleicht ist der Archon noch würdig. Sie ihren Gedanken. Danke. Bei allem Respekt, Archon, diese Faszination für Meridian muss enden. Es ist der Schlüssel zu unserer Zukunft, Primus. Der Mensch kennt seine wahre Macht nicht. Selbst wir verstehen sie nicht vollständig. Unser Befehl lautet, diesen Cluster aufsteigen zu lassen. Nicht die Relikte zu studieren. Es gibt Zweifel an ihrem Urteilsvermögen. Zweifel von allerhöchster Stelle. Sie werden schon bald ausgeräumt sein. Mit Meridian können wir jede Welt dieses Clusters in eine Ödnis verwandeln. Entweder unterziehen sich die Subjekte dem Aufstieg, oder sie werden ausgelöscht. Was habt ihr davon? Dieser Pathfinder hat die Tür geöffnet. Jetzt müssen wir als Erste hindurchgehen. Wir müssen Meridian vor ihm ergreifen. Wie alle niederen Wesen hält es eine Schlacht für den Krieg. Es kennt weder seine Schwächen noch sein Potenzial. Der Archon kennt meine Erinnerungen? Durch mein Implantat?
Unsere Verbindungen waren weit offen, als Sam sie getötet hat. Wir müssen jetzt nachsetzen. Wir haben ihn einmal geschlagen. Und wir werden es wieder tun. Mobilisieren wir die Nexus und holen uns Meridian. Tausend Andromeda-Lebensfähigkeitspunkte. Uneinigkeit der Truppe. Okay. Ein Crew-Kapselpunkt. Innovation. Was haben wir behandeln noch? Achso, nee, das sind nur die Sachen, dass wir das bekommen haben. Handeln haben wir soweit fertig. Hoffe ich. Ich gucke lieber nochmal nach. Aber sag also, als hätte ich alles fertig. Ja, das habe ich alles fertig. Verteidigungspots sehen eigentlich nicht so interessant für mich. Fortgeschrittenes Training. Ne, eigentlich nicht. Munition. Dann machen wir Wissenschaft erstmal weiter. Und machen da hier, was weiß ich, Innovation. Warum nicht? Schließen wir das erstmal. Auf den nächsten mit den Anführern sprechen. Sie haben neue Post in ihrem E-Mail-Eingang. Für die Salarianer. Och mein Fresse, was? Kommunikation von Jar. Mhm. Gut, habe ich zum Stressabbau, Gartenabelle, Strecken Häkeln von Lexi. Klar. Angarandische Waffen. Aha. Alles okay. Noch ein Versuch. Keine Ahnung. Hallo Ryder, ich bin der Professor von Schwester Dokumentation. Also, was bekommen Sie? Nexus. Aha. Auf Aya. Nachrichten von Naughty Junk, Kettaktivität. Okay, wir müssen nach Naughty Junk. Wir müssen anscheinend wahrscheinlich auf alle. Aha, wenn wir uns das nächste Mal auf Erst treffen. Ja, klar, machen wir. Wir sehen ja nachher, das hat mich inspiriert. Wir sollten das nächste Mal reden. Das können wir jetzt sogar noch machen. Sorge am Drag. Cash. Und ihr sollt mal Warmutter kennen. Ja, klar, machen wir. Dann reden wir jetzt erstmal mit Pibi. Hey, Pibi. Vergessen Sie nicht, was Sie sagen wollten. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin gleich wieder da. Hallo. Keine Sorge, ich überfalle Sie nicht mit irgendwas Blödem. Obwohl, vielleicht finden Sie es ja doch blöd. Aber egal. Ich sag's einfach ganz offen. Ich will Sie, Ryder. Ich will, dass wir mehr als Freunde oder Liebende sind. Ich will Bindungen. Alle Bindungen. Und wenn Sie nicht dasselbe wollen, kann ich mir gut vorstellen, wie unangenehm es wäre, mir das ins Gesicht zu sagen. Ja, ist auch eine gute Idee, Herr Piep. Also sagen Sie es mir einfach nach dem Piep. Möchten Sie wirklich mit mir zusammen sein? So oder so. Wir treffen uns dann im Meetingraum. Okay? Piep. Ja. Nice. Also, der Grund, warum ich Sie alle sprechen wollte. Oh oh, haben Sie gemeutert und Ryder über Bord geworfen? Ah, Pech gehabt. Er ist gerade aufgetaucht. Was ist denn hier los? Ich hätte nie gedacht, dass Pibi jemals Schwierigkeiten haben könnte, zu Wort zu kommen. Vielleicht färbe ich ja auf die anderen ab. Was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber seit ich hier bin, stehe ich ständig vor dem Absprung. Und naja, damit ist es jetzt vorbei. Ich bin stolz und froh, Teil dieses Teams zu sein, dieser Familie. Und das war's auch schon. Okay. Das hat ja ganz schön gedauert, Kleine. Ja, Sie sind eine von uns, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Toll. Also bei mir herrscht das totale Chaos. Wer hilft mir beim Aufräumen? Ich glaube, ich habe den Herd angelassen. Ich mache gerade Eis. Bei den Angara ist heute Feiertag. Ich habe noch jede Menge Berichte zu schreiben. Ich helfe Liam mit dem Eis. Aber... aber... Pibi, ich will mit Ihnen zusammen sein. Nur mit Ihnen.
Gay. So, dann haben wir es auch fertig. Dann reden wir als nächstes im nächsten Part dann aber mit den ganzen Leuten. Wir haben wahrscheinlich wieder 1000 Aufgaben. Aber dann würde ich sagen, ich hoffe, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.